Wunderschön. Guten Morgen. Samstag. Nee, Sonntagmorgen. Naja. Was das war, lassen wir einfach mal so im Raum stehen. Sonntagmorgen, 8.30 Uhr. Ich war tanken, denn heute habe ich eine Aufgabe. Die heißt 3 Punkte für den FCH und nichts anderes. Ich fahre jetzt nach Bremen rüber, schaue mir das Spiel an und dann werden wir sehen, was so passiert. Ja. Hab gehört, die Hansa-Fans wollen nicht ins Stadion rein, was sehr, sehr schade ist, weil eigentlich genau wegen dem bin ich auch da. Ja. Und naja, mal schauen, was ich so aufschnappen kann, mitnehmen kann für eine Atmosphäre. Und ja, nehme ich mit. Und dann kommt mehr. Keine Überraschung. So, ich bin jetzt kurz im Hotel gewesen, im Radisson. Hab mir ein Ticket abgeholt. Und jetzt muss man hier noch sich so eine Bändchen holen vorm Stadion, damit man ins Stadion reinkommt. Und dann, ja, bin ich da. Dann geht's rund. Dann werde ich uns mal ein bisschen pushen. Mal gucken, vielleicht schreibe ich dir noch mal kurz, Jens, ja? Ich muss mal ein paar Tipps geben, wen aufstehen soll. Also, so Leute, Parkplatz gefunden. Angekommen. Hey Männer, grüßt euch. Alles gut? Seitengasse, schräg, gerade so. Ja, Rostock Legend, Ekebitz, Tim. Nee, Weserstadion, ich bin gespannt, wie es aussieht von drin. Ich war einmal drin, dazu erzähle ich euch aber nachher nochmal mehr. So, 100 Meter gelaufen, kaputt. Ah, Juti. Ich bin jetzt angekommen im Stadion und ich war schon einmal hier im Weserstadion. Ich glaube, da war ich 18. Ja, da war ich 18. Dann saß hier noch mit der Legende Thomas Schaaf und wir haben gerade verhandelt oder uns kennengelernt wegen vielleicht einem Transfer zu Werder Bremen, damals mit 18. Und das ist dann gescheitert, weil ich Kevin Panewitz bin und mit 18 halt meinen Führerschein wegen Alkohol am Steuer verloren hatte. Und das hatte ich denen gesagt. Und deswegen ist dieser Transfer einfach gescheitert. Ja, ob er sowieso geklappt hätte, weiß ich nicht, aber daran ist er gescheitert. Also, kein Alkohol am Steuer, das ist ganz klar. Ja, wer das macht, ist ein Idiot. Ich suche gerade jemanden drüben und er kommt einfach da ganz hinten. Na ja, moin. Ja, ja, ja. Der merkt, er ist über 30 weit. Trotzdem eine Reise.
Also sag mal so, Stimmung ist auf jeden Fall eine 10 von 10. Torwart schießt fast ein Tor. Oh, das ist also... Ja, okay, gut. Stimmung ganz stark. Hansa. Ein bisschen mehr zutrauen. Spielerisch jetzt einmal verlagern. Ja, und dann... Die holen hier was. Die holen hier was. Die sind schlagbar. Die Bremer. Die sind schlagbar. Gerade Überprüfung. Meter. Meter Handspiel, Fragezeichen, gegen Rostock. Ich habe es noch nie gesehen, war ganz klar kein Elfmeter. Yes! Okay, er gibt Elfmeter. Wieder schön eine Nippe, also schön irgendwas hier getrunken, also schön 3,5 Promille. Komm zu Falco, Junge, halt ihn! Tschüss. Maul, Alter! Volke, sag dir mit, so wie er anläuft, er kann nur rechts, von dir aus links unten. Erste Halbzeit vorbei. 1-0 für Bremen. Elfmeter, ich hab's konnte nicht sehen. Ich hab's nicht gesehen. Aber ich sag's eins. Lächerlich. Lächerlich. Nein. Bremen spielt gut, Mann. Der spielt einen guten Ball. Ich würde das gerne, ich muss das mir mal nachher nochmal in der Wiederholung anschauen. Aber Hansa mit einer Fünferkette spielt sehr offensiv, beziehungsweise steht sehr hoch. Gerade beim Gegenpressing bzw. beim Pressing ist richtig gut zu sehen. Ja. Auch gerade was Bremen beim Abschluss macht. Auch sehr, sehr wild. Aber gut, 1-0. Alles möglich in der zweiten Halbzeit und wird. Aber jetzt spielt auf, ja, kommen hier Sechser entgegen, Sechser kommen entgegen, Sechser und jetzt und tot. Warum spielen nicht? Also ich weiß nicht. Da fehlt immer noch ein bisschen was. Wenn sie spielen, sollen sie es richtig spielen. Entweder passiert ein Fehler oder halt nicht. Aber ich kann sich mal auch einfach langschlagen. Ja. Jetzt macht doch mal einen Wechsel auf andere Seite. Junge. Ball ist weg. Ja.
Jetzt wird alles besser, wenn man drin kommt. Der kommt doch nicht. Er ist sagt, guck mal seine O-Beine. Der hat keine O-Beine. Der läuft ja ganz vorne. Ja, genau. Sorry. So. Das Spiel läuft zwar noch. 2 Minuten. Ich bin schon mal raus. Weil. Ja. Der erste 380 Kilometer. Und ich weiß nicht, die probieren Fußball zu spielen. Also Hansa, Bremen hat gut gespielt, kannst du nicht sagen. Die probieren Fußball zu spielen, aber spielen das nicht konsequent. Immer nur dieses Tiki-Taka hinten rum und dann trotzdem langer Ball. Ja, keine Verlagerung, keine Schipper mal auf der Hoch oder so. Einfach nur, servus, grüßt euch, hi, hi. Nichts davon, das ist zu wenig. Kannst gegen Bremen auch nicht gewinnen. Ich weiß ja nicht. Egal. Jetzt 380 Kilometer zurück. Ich habe richtig Bock. Deswegen munter wischen und weiter geht's. So, ich bin im Auto. Ich bin im Auto und bitte zurück nach Berlin fahren. Fazit aus der ganzen Geschichte. Bremen stark gespielt. Rostock. Es hat was gefehlt. Ich weiß nicht, ob es die Leidenschaft war, der Kampfwille oder so, aber das ganze Passspiel und so, was die da gemacht und geliefert haben, zu wenig. Keine Verlagerung, keine Bälle in die Tiefe, immer nur Kurzpässe hinten in der Verteidigung. Und sobald es da vorne ging, war es dann zu unsauber. War es einfach, war nichts. Es war einfach nichts. Es war nichts.